Es ist kein bezahltes Video, ja? Ich möchte es noch einmal ganz kurz klarstellen, aber ich... Meine Lieben, hello, hello, neuer Tag, neues Glück. Oh, ich sag's euch, ich bin so müde. Müde, müde, müde. Jetzt wollte ich mal dieses Paketchen hier mit euch öffnen. Ein kleines Unboxing machen. Vielleicht wird meine Laune dann etwas besser. So, schauen wir mal. Ich sag's euch. Also hier einmal mein Lieferschein. Ach, sorry für die Nebengeräusche. Ich bin irgendwie noch nicht so wirklich da, ne? Ach, der Tag heute. Hoffentlich wird der ein bisschen besser als gestern. So, was haben wir denn? Was haben wir denn? Na. Ey, wartet mal, schaut mal. Ich muss euch die Sachen zeigen. Das ist keine bezahlte Kooperation, ne? Also nur zur Info. Ihr wisst ja, dass ich mit Sigi Kid eine Vereinbarung getroffen habe. Kurz nachdem der Liam sogar geboren wurde, war das. Da hatten die mir einen Rabattcode für euch ermöglicht, über 10%. Ich weiß nicht, ob er noch gültig ist. Ich hoffe es. Ihr müsst euch unbedingt diese Sachen hier anschauen. Schaut mal, oh mein Gott, wenn das der Liam sieht. Vielleicht auch zum Nikolaus zum Beispiel. Könnte ich mir super gut vorstellen. Oder für die Grippe. Oh mein Gott, er wird sie lieben. Das weiß ich jetzt schon, weil der Liam liebt Tiere. Das wisst ihr. Schaut euch mal bitte diese Giraffe an. Ey, wie süß ist das bitte? Oh mein Gott, ich sterbe. Hier noch eine Brotbox, dann hier Feuerwehrmann Sam. Das habe ich so bestellt, weil der Liam ja den Feuerwehrmann Sam so liebt. Das ist einfach so süß. Ey, die sind in echt noch viel schöner als auf der Internetseite. Die sind einfach so hochwertig. Oh mein Gott, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Schaut euch das doch mal bitte an. Wie süß ist das bitte? Ich werde gar nicht mehr drüber fertig, ne? Also das war definitiv eine super Entscheidung. Ja, dann eine Winterjacke für unseren kleinen Schatz. Die letzte Winterjacke, die war ja auch von Sigi Kid. War ich auch super zufrieden und ja, die hält unfassbar warm. Ich habe die schon 100.000 Mal gewaschen und da passiert einfach gar nichts. Da ist einfach die Qualität richtig bombastisch. Und ich glaube, das ist eine Wendejacke, oder? Nee. Da waren nämlich zwei zur Auswahl, da war ich mir so ein bisschen unsicher. Aber die ist richtig schön. So ein Vlies. Oh, richtig toll. Ganz weich. Dann für das bescheidene Wetter, um jetzt kein anderes Wort zu sagen. Regenklamotten, ne? Hier. Das ist so schön. Mega, mega gut. Die Sachen sind übrigens auch reduziert. Hatte ich auch im Outlet gesehen. Hier dieses Set. Das gab es aber nicht in der Größe vom Liam. Mega gut. Also die passende Jacke eben dazu, ne? Es ist zwar noch zu groß, aber da wächst er definitiv rein. Oh mein Gott, ja, schön, 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 schön. Jogginghosen hat der Liam ja auch schon einige von Sigi Kid. Auch hier wieder Qualität. Bombastisch. Die Farbe richtig, richtig toll. Ach Gott, das ist wirklich eine bombastische Bestellung. Dann so ein Teilchen hatten wir, als er noch kleiner war, auch. Mochte er sehr, sehr gerne. Mützen geht jetzt mittlerweile. Hat er ja gehasst, ne, als Baby. Und das kann man auch wieder umdrehen, also von beiden Seiten tragen. Ist eben jetzt größer als das andere, das wir schon von Sigi Kid haben. Richtig, richtig toll. Und hier noch ein Schätzchen. Auch sehr, sehr schön, dieser Pulli. Die Farbe vor allem deutsche Sprache. Ich bin noch nicht richtig da. Ey Leute, es ist früher Morgen. Ach, das kann man so doch sogar als Set tragen. Ach Gott, ich bin so dämlich. Naja, also wie gesagt, es ist früher Morgen. Mich haben jetzt diese Teile hier so sprachlos gemacht. Also die müsst ihr euch unbedingt anschauen, falls ihr da noch was sucht für eure Kinder. Heidi10 nennt sich, glaube ich, der Rabattcode. Wie gesagt, ihr müsstet mal nachschauen, ob der noch funktioniert. Ich muss das jetzt alles wegräumen, ne? Das ist definitiv zum Nikolaus, zu Weihnachten. Ich freue mich. Ich wollte euch ja noch die Brotbox zeigen. Das finde ich nämlich auch ideal, wenn man auf dem Spielplatz ist und zum Beispiel irgendwie
keine Ahnung, eine Laugenstange mitnimmt und einen halben Apfel. Das finde ich halt äußerst eklig, wenn es dann so zusammen und zermatscht und bäh. Das will ja ich nicht essen, warum soll es dann mein Kind essen? Und so auf die Art. Ich meine, wir würden es natürlich essen, es wird nichts weggeworfen, aber letztendlich ist es halt besser, wenn man so eine Unterteilung hat. Und hier sind dann wahrscheinlich nochmal so Reserveteile mit dabei. Kann man einfach so zumachen. Die Farbe gefällt mir auch total gut. Und die Deckel kann man eben auch extra bestellen. So, das war jetzt lang, aber jetzt konnte ich mich ganz kurz mit euch ausruhen. Also ich mache mich jetzt mal ready und dann sehen wir uns später wieder. Meine Lieben, na ja klar, eine kleine Planänderung, und zwar sollte dieses Video eigentlich ein Vlog werden, aber es kam jetzt noch ein Paketchen für den Liam an und deshalb würde ich dieses Video gerne als Baby- oder Kleinkind-Fashion-Video gestalten, als Inspiration für euch. Die Sachen sind so, so wunderschön und deshalb zeige ich sie euch sehr, sehr gerne. Ich bin jetzt über 2,5 Jahre mit Produkten von dieser Firma so gut gefahren, dass ich sie euch gerne zeigen möchte. Auch die Produkte von Sigi Kid liebe ich über alles. Wie gesagt, ich bekomme kein Geld dafür, aber ihr habt damit so, so tolle Möglichkeiten. Und zwar Fuchs und Kiwi. Wie gesagt, die kenne ich schon seit über 2,5 Jahren. Das ist eine Manufaktur, die nähen alles selbst, ist in Berlin deren Geschäft und man kann sich die Sachen so gestalten, wie man es eben gerne möchte, also die Stoffe quasi so zusammenstellen. Ich zeige euch mal den neuen Walk-Anzug vom Liam. Oh mein Gott, ich liebe ihn. Wir haben den tatsächlich auch schon in der Farbe, nur eine Nummer kleiner, aber da ist er jetzt rausgewachsen. Er hat ihn aber auch 2 Jahre getragen tatsächlich. Also die Sachen sind so, so langlebig, eben weil sie mitwachsen, die Sachen. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Und zwar habt ihr hier die Möglichkeit, eben das dann umzuschlagen. So, ne, wenn er halt noch ein bisschen kleiner ist. So, und wenn er dann wächst, macht man das nach unten und dann hat man eben sehr, 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 sehr lange seine Freude damit. Und hier innen das kann man dann eben so auswählen, wie man das möchte, eben den Stoff je nach Geschmack aussuchen. Ich liebe es, wir haben uns jetzt hier für diese Waldtiere entschieden. Richtig, richtig süß, der Liam liebt ja Füchse und Eichhörnchen und überhaupt alles, was so im Wald eben rumläuft. Er liebt ja generell Tiere. Über alles, das ist wirklich ultra süß. Und dieses Teilchen hier, also die Version, die wir davor hatten, hält so, so warm. Er hat es tatsächlich auch im Schnee getragen, ne? Da passiert gar nichts und ich liebe es. Ja, es wird er jetzt noch nicht tragen, es ist noch ein kleines Stückchen zu groß, aber wie gesagt, ich werde es dann umschlagen, wenn es dann eben sehr kalt draußen ist. Mega, mega cool. Für den Herbst, also der Herbst kann definitiv kommen. Dann habe ich mich hier wieder für die Pumphosen entschieden. Hat der Liam tatsächlich schon einige und damit bin ich so, so gut gefahren, weil sie quasi egal in welcher Lebenslage, ob jetzt auf dem Spielplatz, zu irgendeiner schönen Gelegenheit, wenn wir essen waren und so weiter, es kommt natürlich darauf an, wie ihr das Ganze kombiniert, immer gepasst haben und er quasi nicht eingeengt ist, sondern seinen Spaß hat. Es gibt ja nichts Schlimmeres, wie wenn du irgendwie so einem kleinen Kind eine Jeanshose anziehst, die total steif ist und er ja in seiner Bewegungsfreiheit quasi eingeschränkt ist. Deshalb liebe ich die Pumphosen. Übrigens, den Walk-Anzug, den er als Baby hatte, auch von Fuchs und Kiwi, war genau in der Farbe. Richtig, richtig schön. Hier habe ich mich jetzt für diesen Stoff entschieden. Wie gesagt, man kann sich das so gestalten, wie man das gerne hätte. Wird ja alles per Hand genäht, muss man einfach nur Bescheid sagen. Und ich fand das hier auch mega süß. Vor allen Dingen das Bündchen hier, das mag ich auch sehr gerne, weil ich das eben, wenn es kalt ist, immer hoch mache. Dann das Unterhemdchen rein, dann hat er eben schön warmen Rücken, der Bauch ist schön warm. Man kann das natürlich hier auch umschlagen, ne? Ist klar. Und auch hier ist es wieder so, dass die Sachen mitwachsen. Schaut, ich schlage das dann einfach um, weil es jetzt noch ein bisschen zu groß ist. So. Und dann haben wir ganz, ganz lange unsere Freude damit. Mega cool, wirklich. Und vom Stoff her einfach bombastisch. Ich liebe es. Man könnte wirklich meinen, es wäre ein Werbevideo. Ist es aber leider nicht. So, dann habe ich mich noch hier für diese Farbe entschieden. Auch total schön. Hier mit diesen Tieren. Richtig goldig. Also, das ist einfach so süß. Schaut mal. Das ist, finde ich, auch nicht zu kitschig, sondern ja, zu jeder Gelegenheit könnte er das tragen. Ne? Hier zum Beispiel mit einem schönen Hemdchen, einem weißen.
kann ich mir sehr gut vorstellen. Hier mit den Füchsen, wie gesagt, der Liam liebt Tiere über alles. Richtig, richtig süß. Ja, beziehungsweise ich habe auch ein beigefarbenes Hemd, das passt auch sehr, sehr gut hier drauf. Jo, und dann hat er noch ein Mützchen hier bekommen, auch wieder mit den Waldtieren. Kann ich auch wieder umschlagen, hier so. Und dann, ja, hat er einen schönen warmen Kopf. Vor allen Dingen der Liam hat ja als Baby Mützen gehasst. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Wir waren aber vor 2 Wochen bei Zara und hat er sich eine dicke Mütze ausgesucht. Tatsächlich ist er selbst hin, hat sie sich aufgezogen, hat sich einen Spiegel angeguckt und die musste es sein. Wir sind dann raus. Es war relativ warm. Die Mütze durfte nicht abgesetzt werden. Ja, die Leute haben mich angeguckt und ich dachte mir nur, kommt, lauft einfach weiter. Das Kind will die Mütze auflassen. Lasst mein Kind in Ruhe, ja. Kind glücklich, Mama glücklich, alles gut. Ja, also mittlerweile liebt er Mützen. Und es durfte auch noch dieses Teilchen hier mit. Ich habe keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt. Eine Schal ist es ja nicht. Wie heißt denn das? Hals, keine Ahnung, Halsband. Hört sich auch komisch an, das Wort gibt es wahrscheinlich nicht. Jedenfalls, um den Hals warm zu halten. Den Nacken hier hinten schön auf die Schulter kann man das auch so ein bisschen legen. Man kann es auch umschlagen. So, man kann es von beiden Seiten tragen, also entweder hier, wieder so. Mit diesen Waldtieren, richtig, richtig süß. Ich halte es falsch rum. So rum, das ist richtig. Ja, oder eben von der Seite, so. Wenn man es von der anderen Seite trägt, ist es halt aber auch wärmer, so. Oder man kann es auch so doppelt tragen. Finde ich auch schön. So, je nachdem, wie groß das Kind halt ist, ne, so. Kann man es auch tragen. Sehr, sehr schön. Ich bin total begeistert. Das kommt jetzt alles in die Waschküche, außer der Walkanzug. Der kommt jetzt runter an die Garderobe. Und wenn es dann richtig kalt draußen ist, freue ich mich, dass mein Kind schön warm eingepackt ist. Jawohl. Mega, mega cool. Das war es jetzt soweit von meinem Haul. Die Sachen von SigiKit hatte ich euch ja gestern gezeigt. Finde ich auch sehr, sehr schön. Vor allen Dingen bin ich ja so begeistert. Ich glaube, die Begeisterung hat man auch gemerkt, ne? Hier von diesen wunderschönen Tieren, die aus Holz quasi angefertigt sind. Es ist so, so hochwertig verarbeitet. Ich hoffe, dass ich es einfangen kann. Schaut mal bitte, wie schön das aussieht. Könnte ich mir auch gut für die Krippe vorstellen. Oder was meint ihr? Ja, ich bin gespannt, was der Liam sagt, wenn er das sieht. Am liebsten würde ich es ja jetzt schon geben. Aber eins nach dem anderen, ne? Also für Nikolaus, für Weihnachten, zum Geburtstag, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, ja. Also bei Fuchs und Kiwi habe ich leider keinen Rabattcode, aber hier habe ich ja den Rabattcode, der ist ja das ganze Jahr gültig, hatte ich euch, glaube ich, auch gestern schon gesagt. Die Brotbox kommt jetzt in die Küche. Total süß, ne, mit dem Feuerwehrmann Sam, oh mein Gott. Und jetzt klingelt es am Telefon, oder jetzt klingelt das Telefon so rum. Zeit, mich zu verabschieden. Oder wartet mal. Ja, das wäre jetzt blöd gewesen. Ich wollte mich schon anständig von euch verabschieden. Wie immer, ne? Es ist immer was los hier in diesem Haus. Also ich hoffe, dass euch mein kleiner Kleinkind-Haul gefallen hat. Vielleicht war ja eine kleine Inspiration dabei. Das nächste Video wird vermutlich wieder ein Vlog. Mal schauen, wie es so ausgeht hier. Oder ich mache mal wieder ein Kochvideo. Mal gucken, wie viele mir wieder reinlaufen in mein Video. Es ist halt der Wahnsinn hier in diesem Haus. Also, ich wünsche euch jetzt nur das Beste. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und ich gehe jetzt in die Waschküche. Wie immer. Meiste Zeit bin ich in der Waschküche. Die meiste Zeit meines Lebens. Also, bis dann. Ciao!